x plus 2 mal x minus 3. Ich muss alles in der einen Klammer mit allem in der anderen Klammer multiplizieren. Ich fange an mit x mal x, das ist x Quadrat. Dann x mal minus 3, das ist minus 3x. Und 2 mal x, das ist 2x. Und 2 mal minus 3, das sind minus 6. Hier können wir noch zusammenfassen, minus x plus 2x und kommen raus bei x Quadrat, minus x minus 6. Jetzt haben wir hier x minus 3 mal x plus 3. Ihr seht hoffentlich, dass das eine binomische Formel ist. Das heißt, hier kommt einfach nur raus x Quadrat minus 9. Zur Kontrolle, ich kann selbstverständlich genau das gleiche machen wie hier oben. Dann steht hier x mal x, was x Quadrat ist. X mal 3, das ist plus 3x. Dann haben wir hier minus 3 mal x, das sind minus 3x. Und minus 3 mal 3, das sind minus 9. Und dann seht ihr, dass ich hier 3x und minus 3x raushauen, sodass x Quadrat minus 9 übrig bleibt. X minus 4 hoch 2, das ist eine binomische Formel. Ich quadriere einmal das x, ich quadriere die minus 4. Und jetzt brauche ich noch das in der Mitte. Dafür mathematisch nicht ganz einwandfrei, aber es funktioniert. 2 mal x sind 2x und 2x mal minus 4, das sind minus 8x.